Von Russland aus komme ich mit dem Zug von Nowosibirsk nach Almaty in Kasachstan. Auch von Almaty nach Astana werde ich den Zug nehmen. Mit dem Flugzeug werde ich dann Kasachstan Richtung Kirgisistan verlassen. Fangen wir also an mit dem Zug von Nowosibirsk nach Almaty. Das ist der legendäre Turksieb. Abends und nachts ist man noch in Russland, bevor man am nächsten Morgen Kasachstan erreicht. Kurz nach 11 Uhr schließlich hält der Zug in Semey, dem früheren Semipalatinsk. Hier wird der Irtysch überquert, auf Russisch Irtusch, der längste Nebenfluss der Welt, der schließlich in den Ob münden wird. Er ist nicht nur recht lang, der Irtysch, sondern, wie man sieht, hier bei Semey auch recht breit. Jetzt reicht's aber mit der Brücke. Weiter geht es durch die kasachische Steppe. Naja, eher eintönig hier. Immerhin gibt es hin und wieder mal einen Friedhof zu sehen. Und manchmal auch einen Ort. Zumeist auch mit Moschee. Die beiden älteren Damen in meinem Abteil haben sich eine Menge zu erzählen. Und auch mir erzählen sie so manchen Schwank aus ihrem Leben. Achtung, gleich kommt der nächste Friedhof. Und so weiter und so weiter. Nun, es ist wirklich nicht allzu viel los in der kasachischen Steppe. Aber schließlich geht auch dieser Tag zu Ende. Und die Sonne geht unter. Es beginnt die zweite Nacht im Turksieb. Aber auch nachts kann man an den Bahnhöfen Verpflegung kaufen. Am nächsten Morgen erreiche ich Almaty, das frühere Alma-Ata. Zu Fuß mache ich mich gleich auf den Weg zur Talstation der Bergbahn, die mich auf den Köktöbe bringen wird. Dieser 1070 Meter hohe Berg liegt direkt am Rand des Stadtzentrums und ist ein beliebtes Ausflugsziel.
Oben angekommen, lässt man sich gerne mit den Beatles fotografieren. Oder man schaut einfach mal auf die Stadt oder die Umgebung der Stadt herunter. Almaty hat eine fantastische Lage, direkt am Rande des Tian Shan-Gebirgszuges. Unten in der Stadt kommt man kaum an Präsidenten Nursultan Nazarbayev vorbei, dem seit 1990 regierenden Präsidenten Kasachstans. So auch hier am Monument der Unabhängigkeit. Im Hintergrund das Tian Shan-Gebirge, beziehungsweise hier der Kök Töbe. Jetzt noch vorbei am Shel Toksan Monument und dann geht es zur Christi Erlöser Kirche. Diese aus Holz erbaute Kathedrale wird leider zurzeit gerade restauriert. Noch eine kurze Pause im Innern der Kathedrale und dann weiter im Panfilow Park zur ewigen Flamme. Im Park der 28 Panfilowtsi wird nicht nur der Kriege gedacht. Hier befindet sich mit dem ehemaligen Offiziershaus auch eines der ältesten Gebäude der Stadt. Heute ist in diesem Gebäude das Musikinstrumente-Museum untergebracht. Nicht weit von hier entfernt befinden sich auch der Grüne Bazar und die Zentralmoschee. Diese wurde erst nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre gebaut. Nur 16 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befindet sich das Eisstadion von Medeo. In dieser Eisschnelllaufbahn wurden schon so manche Rekorde aufgestellt. Und hinter den Läufern hier sieht man die Station der Seilbahn, mit der ich gleich an der Eisbahn vorbei nach oben fahren werde, nach Cembulak. Ich teile die Gondel mit einer ehemaligen Universitätsdozentin, die im 2200 Meter hohen Cembulak Kräuter sammeln will. Nach einer kurzen Pause im Skiresort Cembulak fahre ich mit der Seilbahn weiter nach oben. Es geht hinauf bis auf 3200 Metern. Hier oben am Taiga-Pass sind die Gletscher zum Greifen nah. Machen wir einen 180-Grad-Schwenk von der Bergstation der Seilbahn hinunter nach Cembulak und ganz unten Almaty. Und dann noch ein kleines Stückchen wieder nach oben. Hier werde ich gleich rauflaufen, aber erst einmal noch den Blick zur anderen Seite des Passes. Da ist er wieder, der Gletscher. Ganz schön windig hier. Also dann noch etwas höher hinaus. Von hier erkennt man auch noch einige etwas weiter entfernt liegende Gletscher. Diesen hier kennen Sie schon. Da
ist ja auch die Bergstation der Seilbahn. Also wieder runter diesen schönen Weg bis zur Bergstation. Noch ein letzter Blick zum Gletscher, dann ein Blick nach Almaty und dann geht es nach unten. Hier wird im Winter Ski gefahren und das ist nicht zu übersehen. Da kommt die Mittelstation. Und dann geht's mit der nächsten Bahn runter nach Cimbuľan. Von Cimbuľan aus werde ich dann schließlich wieder mit der Bahn runter nach Medeo und von dort aus mit dem Bus zurück nach Almaty fahren. Ein wundervoller Ausflug, aber Almaty ist auch nicht schlecht. Ein Pferd mitten in der Stadt und wo wird der Reiter es wohl anbinden? Nun, nicht vor einer Apotheke, sondern vor einem Selbstbedienungsrestaurant. Von Almaty fahre ich mit dem Nachtzug nach Astana. Astana, ein echter Architekturschock nach dem grünen, wunderschönen Almaty. Fangen wir erst einmal mit der größten Jurte der Welt an, die Nazarbayev hier bauen ließ. Astana, mitten in der kasachischen Steppe gelegen, hat 1994 Almaty als Hauptstadt Kasachstans abgelöst. Wäre ich Architekturprofessor, würde ich meine Studenten nach Astana schicken, denn es gibt wahrscheinlich nur wenige Städte auf dieser Erde, die derartig viele unterschiedliche Architekturstile auf engstem Raum zu bieten hat. Ich wandere etwas ratlos, aber durchaus auch fasziniert durch diese Stadt, in der genau jetzt die Weltausstellung, die Expo 2017, stattfindet. Überall in der Stadt wird auf dieses Mega-Ereignis hingewiesen, an dem selbstredend auch Deutschland teilnimmt, aber auch Länder wie Nordkorea. Schauen wir jetzt noch eines der beiden Maskottchen der Ausstellung an und dann noch ein bisschen Architektur. Alles wirklich hochmodern hier. Noch ein Hinweis auf die Expo. Hinter der Torwand hier sieht man den Beitrek-Turm, der einen Lebensbaum symbolisieren soll. Der Tag neigt sich dem Ende und am nächsten Tag werde ich die Expo 2017 besuchen, die Weltausstellung. Unten in dieser Kugel werden auf einer runden Leinwand Videos aus Kasachstan projiziert. Thank you.
Mit dem Fahrstuhl fährt man bis ganz nach oben in die Kugel und läuft dann spiralförmig nach unten. Hier sieht man sie, die Fahrstühle in der Mitte. Von hier oben hat man einen ganz guten Blick auf die Hauptstadt, denn Astana heißt auf Deutsch Hauptstadt. Laufen wir eine Etage nach unten. Das Motto der Expo lautet Energie der Zukunft. Und dazu zählt wohl auch das Leben auf dem Mond. Oder gar auf der Sonne. Irgendwie wirkt es so auf mich, als ob die Macher dieses Films viele bunte Pillen geschluckt haben. Ich völlig high bin, gehe ich lieber einen Stock tiefer. Und jetzt wird's wirklich sportlich. Es geht hier halt irgendwie um Energiegewinnung. Und auch im nächsten Raum geht es um Energiegewinnung aus Körperkraft. Jetzt wird mir auch endlich klar, warum das Team Astana bei der Tour de France immer eine so gute Rolle spielt. Mir gefällt diese Expo sehr gut. Man kann nicht nur seine Muskelkraft, sondern auch seine Geschicklichkeit beweisen. Außer dem kasachischen Pavillon gibt es natürlich auch noch viele andere, so hier den deutschen zum Beispiel. Oder auch die Powermaschine aus Österreich. Gehen wir doch mal rein. Und wer erzeugt hier Energie? Ach so, natürlich, der hier. Die Schweizer setzen eher auf die Kraft der Blumen. Und der Vatikan wohl auf die Kraft des Glaubens. Ansonsten wird in Südamerika bekanntermaßen sehr viel Energie mit Musik erzeugt. Ganz beschwingt fahre ich in den Zukunftspavillon hinein.
ein wenig so wie bei einer Fahrt mit der Geisterbahn. Nur, dass es hier um Wissenschaft und Technik geht. So auch um Medizintechnik, wie in diesem Saal hier. Ansonsten geht es hier auch um alternative Energiegewinnung, zum Beispiel aus Elefantendung. Eine Elefantenskulptur steht auch vor der Rückseite des kasachischen Pavillons. Und natürlich besuche ich auch den russischen Pavillon, schließlich ist heute Russlandtag auf der Expo. Im Pavillon wirbt Russland für atombetriebene Boote, aber draußen auf der Bühne der Expo, da rocken die Babuschkas aus Buranovo. Am nächsten Tag wandere ich noch einmal durchs Stadtzentrum und schaue mir unter anderem auch den Präsidentenpalast, das Weiße Haus, von außen an. Das war's, Astana. Das war's, Kasachstan. Ich fliege weiter von Astana nach Bischkek in Kirgisistan.